Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir. Und wie ich anhand der Abstimmung gesehen habt, habt ihr euch 5 coole Farmen in Minecraft gewünscht. Und ja, genau, deswegen gibt es heute auch 5 coole Farmen in Minecraft. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr in Zukunft vielleicht noch etwas aufwendigere Farmen sehen wollt, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, würde mich riesig, riesig freuen und hilft auch immer richtig, richtig krass, gerade für kleinere YouTuber wie mich. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr den Kanal auch sehr gerne kostenlos abonnieren, um in Zukunft keine coolen Videos mehr zu verpassen. Und Freunde, falls ihr noch coole Ideen habt, die ich vielleicht im nächsten Video bauen könnte, dann wie immer ab damit in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir auch schon direkt mit Nummer 1. Nummer 1 wird nämlich eine vollautomatische Wollefarm, beziehungsweise eher Schafsfarm, wie man es auch nennen mag. Und dafür platzieren wir erstmal eine Kiste, wo dann später die ganze Wolle reinkommt. Auf die Kiste drauf platzieren wir einfach einen Trichter und auf den Trichter drauf eine Schiene. Habt ihr das gemacht, Freunde, kommt obendrauf einfach eine Trichterlore, wodurch dann quasi die ganze Wolle in die Kiste gelangt. Im nächsten Schritt kommt einfach über die Trichterlore obendrauf ein Grasblock. Die hinteren können wir einfach wieder abbauen. Und by the way, ich bekomme sehr oft die Frage, wieso das Gras bei mir so aussieht. Also, dass der ganze Block quasi mit dem Gras bedeckt ist. Das liegt einfach daran, dass ich Optifine benutze. Und hier gibt es die Möglichkeit, unter Grafikeinstellung, Qualität, besseres Gras anzumachen. Und damit sieht der Grasblock dann so aus. Ganz einfach also. So, Freunde, jetzt aber weiter im Text. Und dafür machen wir einfach auf die Rückseite des Grasblockes einen Beobachter, so dass euch der rote Punkt quasi anschaut. Jetzt gehen wir wieder auf die Vorderseite und platzieren auf den Beobachter drauf einen Werfer. Und in den Werfer rein machen wir einfach eine Schere. Jetzt machen wir noch hinter den Beobachter einfach einen Block mit einem Redstone drauf. Einfach dafür, dass der Beobachter sein Signal an den Werfer geben kann. So, habt ihr das gemacht, könnt ihr einfach schon hier oben um den Grasblock eine Art Käfig bauen, wo dann später das Schaf reinkommt. Also einmal so. Diese beiden Zwischenblöcke hier können wir einfach wieder abbauen, damit es nicht so fett aussieht. Und im Groben und Ganzen sind wir auch schon mit der Farm fertig. So, und was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Schaf, das Allerwichtigste hier bei der ganzen Farm. Das kommt einfach hier oben rein. Ach ja, und falls ihr im Survival spielt, könnt ihr das Schaf einfach mit einem Weizen hier in das Loch reinlocken. Und das war eigentlich auch schon alles. Und wer möchte, der kann die Farm natürlich noch etwas verschönern. Damit man einfach diese hässliche Loren-Trichter-Konstruktion nicht mehr sieht. Da würde ich auf jeden Fall sagen, sieht das Ganze so etwas schöner aus. Auf jeden Fall, wenn das Schaf dann seinen Kopf bewegt, wird es quasi die Wiese unter sich essen, wodurch dann wiederum ein Signal ausgelöst wird, was das Schaf dann im Endeffekt automatisch scheren lässt. Und dann durch die Trichterlore hier innen drinne wird die Wolle automatisch in die Kiste geleitet. Ja, okay, da sind jetzt bisher nur 6 Wolle drin, aber mit der Zeit wird sich die Kiste natürlich automatisch immer mehr füllen. Ach ja, Freunde, ich habe gerade ganz vergessen zu sagen, und zwar, damit der Grasblock in der Mitte auch wieder nachwächst, müsst ihr links und rechts daneben noch einen Grasblock platzieren, damit halt der Block in der Mitte auch wieder Gras bekommt und das Schaf sich weiter davon ernähren kann. Und wem das Ganze dann trotzdem noch zu lange dauert, der kann natürlich einfach mehrere von diesen Boxen bauen und dann geht das Ganze natürlich dementsprechend schneller. Und dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit Nummer 2. So, Nummer 2 wird eine automatische Bärenfarm. Also hier diese Süßbären, falls ihr nicht wisst, was ich meine. Die euch dann quasi einfach unendlich viel Essen bringt. Diese Farm ist quasi vom Prinzip her fast wie die erste. Und dafür machen wir erstmal in den Boden einfach eine Truhe. Dann von hinten an die Truhe einen Trichter. Und im nächsten Schritt platzieren wir einfach 1, 2, 3, 4, 5 Schienen, die hier so über den Trichter drüber gehen. Jetzt bauen wir erstmal links und rechts einen Block und füllen die hintere Seite auch mit Blöcken auf. Hier könnt ihr by the way jeden Block nehmen, den ihr möchtet. Ich nehme einfach den roten Block, weil ich finde, der passt einfach am besten zu den Bären. Jetzt macht ihr einfach ganz egal, wo unter die Treppe eine Redstone-Fackel, damit die Schienen auch aktiviert sind, macht das Loch wieder zu und platziert jetzt in eine Ecke eine Trichterlore. Die wird jetzt einfach hier die ganze Zeit umherfahren und uns die Bären später in die Kiste befördern. Auf jeden Fall machen wir jetzt im nächsten Schritt hier oben drüber eine Reihe aus Grasblöcken. Einmal so und machen obendrauf, wer hätte es gedacht, 5 von den Süßbären drauf. Einmal so. Falls ihr euch fragt, wieso die Beeren bei mir so schnell wachsen, das liegt einfach daran, dass ich den Speed erhöht habe. Das macht ihr einfach mit Slash Game Rule Random Tick Speed und dann eine beliebige Zahl, zum Beispiel einfach 1000 oder so. Dann wächst einfach alles in eurer Minecraft-Welt super, super schnell. Jetzt im nächsten Schritt macht ihr einfach hier oben, genau wie gerade auch wieder, eine Art Käfig aus Glas drum. Also halt einfach einmal so. Und jetzt müsst ihr einfach noch einige von den Füchsen hier in das Gefäß reinlassen. Und falls ihr Survival spielt, könnt ihr die Füchse mit diesen Bären einfach, wie gerade auch mit dem Schaf wieder, in das Gefäß reinlocken. Und wie gerade auch wieder, wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze hier natürlich auch noch mit einigen Blöcken etwas verschönern.
So, Freunde, und immer wenn die Füchse jetzt von den Süßbeeren essen, werden diese automatisch von der Trichterlore eingesammelt und hier in die Kiste geleitet. Und so, Freunde, habt ihr einfach unendlich viel Essen, was euch automatisch in die Kiste gebracht wird. Und dann machen wir auch direkt weiter mit Nummer 3. Nummer 3 wird quasi eine 3-in-1-Farm, die euch zum Beispiel einmal Zuckerrohr farmt, Bambus oder einfach unendlich viel Brennstoff für euren Ofen, so dass ihr quasi nie wieder Kohle braucht. So, Freunde, wir starten einfach wie immer mit einer Kiste in den Boden und hinten einem Trichter dran. Von der Kiste aus gehen wir einfach jetzt 1, 2, 3 Blöcke nach links und von dort aus 1, 2 nach oben. Die hinteren 3 Blöcke hier machen wir einfach aus Grasblöcken, also einmal so und hier rechts wieder 1, 2, 3 Blöcke eurer Wahl. Über die Kiste hier machen wir einfach eine Stufe, damit wir die Kiste im Anschluss auch noch gut öffnen können. So, jetzt nehmt euch einfach Bambus oder Zuckerrohr oder was auch immer ihr da nehmen möchtet und pflanzt das Ganze hier oben drauf. Wenn ihr Zuckerrohr nehmt, müsst ihr natürlich Sand als Untergrund nehmen. Im nächsten Schritt gehen wir hier hinter jeweils 1-2 Blöcke nach oben, also einmal so, und platzieren dann von vorne jeweils 1-2-3 Kolben, die uns einmal anschauen. Jetzt gehen wir einfach auf die Rückseite und platzieren auf jeden der 3 Kolben einen Beobachter, einmal so, damit uns der rote Punkt wieder anschaut. Jetzt kommt hinter die Kolben noch eine Reihe aus Blöcken und oben drüber einfach jeweils ein Redstone. Jetzt machen wir hier vorne einfach in der linken Ecke noch ein Wasser, so dass die ganzen Items einfach dann später hier in den Trichter gespült werden. Habt ihr das gemacht, seid ihr eigentlich schon im Groben und Ganzen fertig. Jetzt könnt ihr die ganze Farm wie immer noch etwas verschönern. Und ja, Freunde, wie ihr gerade gesehen habt, immer wenn der Bambus jetzt auf die Höhe des Beobachters kommt, wird dieser einfach ein Signal auslösen, der dann wiederum den Kolben auslöst. Und der baut uns dann automatisch den Bambus einfach ab und befördert diesen in die Kiste. Und ja, wie schon am Anfang gesagt, könnt ihr das Ganze auch mit Zuckerrohr machen. Das ist eigentlich vollkommen euch überlassen. Und wer hier noch möchte, dass das Ganze etwas schneller geht, der kann hier diese Konstruktion natürlich noch beliebig in die Weite bauen. So, dass ihr einfach in 0, nichts eure Kiste mit Zuckerrohr oder Bambus voll habt. Ach ja, wir haben es vergessen, wenn ihr jetzt noch wollt, dass euer Ofen dadurch unendlich viel Brennstoff habt und ihr keine Kohle mehr verbrauchen müsst, dann macht einfach anstatt der Kiste hier einen Ofen an den Trichter dran. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr jetzt einfach unendlich viel Brennstoff für euren Ofen. Das Ganze geht zwar nur mit Bambus, weil Zuckerrohr halt kein Brennstoff ist, aber ich denke mal, es ist trotzdem eine ganz coole Sache. Und dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit Nummer 4. Nummer 5 wird nämlich eine super, super einfache Kaktusfarm. Ich denke mal, diese Farm werden schon einige von euch kennen, aber ich dachte mal, ich nehme sie einfach trotzdem mal mit ins Video, weil es natürlich immer Leute gibt, die diese Farm noch nicht kennen. Auf jeden Fall macht ihr dafür erstmal eine 7x7 Quadrat. Also einmal so, damit quasi in der Mitte ein 5x5 Quadrat überbleibt. Dann platziert ihr einfach hier, hier, hier und hier einen Sandblock mit jeweils einfach einem Kaktus drauf. Jetzt grabt ihr noch hier in die Ecke ein kleines Loch, also einmal so, wo dann jetzt hier einfach eine Kiste reinkommt und von innen kommen jetzt hier 1-2 Trichter hin, wodurch dann die Items in die Kiste gelangen. Jetzt geht ihr einfach in die Mitte und macht hier einen 1-2-3-4 hohen Turm aus Zäunen. Und jetzt kommt noch an jede Seite des Zauns ein weiterer Zaun dran, der dann automatisch die Kakteen abbaut. Und wie ihr sehen könnt, liegen diese ganzen Kakteen jetzt einfach hier verstreut in dem Becken rum. Und damit diese auch in den Trichter gespült werden und anschließend in die Kiste kommen, machen wir auf der gegenüberliegenden Seite des Trichters hier einfach ein Wasser hin, der dann die ganzen Kakteen automatisch in den Trichter spülen sollte. Und ich sehe gerade hier in der Mitte, müssen wir noch die restlichen Zäune einfach wieder abbauen, damit das Wasser hier auch schön durchfließen kann. Und dann sind wir auch schon mit Farm Nummer 4 fertig. So, Freunde, Farm Nummer 5 wird eine automatische Chicken Farm, die euch automatisch dieses gebratene Hühnchenfleisch gibt. So, Freunde, dafür macht ihr wie immer erst eine Kiste mit einem Trichter hinten dran. Auf den Trichter kommt jetzt einfach eine Stufe und hinter die Stufe macht ihr dann so einen Werfer, so dass die Öffnung davon quasi vorne ist. Jetzt macht ihr hier hinten auf den Boden einen Redstone und platziert so von unten einen Beobachter, damit er quasi nach oben schaut. Auf diesen Beobachter hinten drauf macht ihr einen Redstone-Komparator, der in diese Richtung schaut und hier auf dem Block, auf dem ich stehe, also auf dem Werfer, noch einen Trichter. Um den Trichter rum macht ihr einfach wieder eine Art Käfig aus Glas, damit uns die Hühner später nicht weglaufen. Dasselbe machen wir hier vorne um die Stufe drum einfach genauso, also einmal so. Den vorderen Block lassen wir allerdings frei und platzieren jetzt hier ganz schnell einen Lava rein und machen davor direkt ein Glas.
Habt ihr das gemacht, Freunde, könnt ihr auch schon eure ganzen Hühner hier oben reinmachen. Hierbei gilt auf jeden Fall auch, je mehr Hühner, desto besser. Denn je mehr Hühner ihr habt, desto schneller werden diese auch ihre Eier legen. Und umso schneller bekommt ihr euer Essen. So, Freunde, ich habe das Ganze wie immer noch etwas verschönert. Und das ganze Prinzip funktioniert hier folgendermaßen. Immer wenn diese Hühner hier ein Ei legen, wird das automatisch dank dem Trichter in den Werfer befördert. Und der Werfer wird das Ei automatisch hier rausschießen. Und dementsprechend werden sich dann hier einige von diesen Baby-Hühnern sammeln. Und wenn diese Babyhühner dann irgendwann auswachsen, werden diese mit der Lava in Berührung kommen und halt automatisch verbrannt. Und ja, dann wird euer gebratenes Hähnchen hier automatisch in die Kiste geleitet. Und noch als kleiner Bonus bekommt ihr natürlich auch automatisch unendlich viele Federn dazu. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch solche Videos auch gefallen, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt wie immer eure coolen Ideen fürs nächste Video in die Kommentare. Ich lese wirklich immer alle Kommentare durch und versuche auch immer jedem zu antworten. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos tun, um in Zukunft keine coolen Videos mehr zu verpassen. Und ja, Freunde, dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.